Guten Morgen! Ich melde mich heute nochmal mit meinem Handy, weil die GoPro gerade im Einsatz ist. Wir haben jetzt Tag 9! Es ist schon einfach Tag 9 der Weltumsegelung. Ich habe natürlich jetzt nicht auf die Uhrzeit geguckt, aber wir haben... Uiuiui, doch, ich gucke eben auf die Uhrzeit. Muss ja alles mit richtigen Dingen zugehen. Wir haben 11.03 Uhr am 17. September 2024 und ich befinde mich immer noch auf meiner Weltumsegelung, wobei man kann das schon erkennen, ich bin hier gerade an einem nicht wirklich wasserreichen Untergrund, außer ich bewege mich ein bisschen weiter hier rüber, denn ich befinde mich auf der Werft oder an der Werft hier in La Linea de la Concepción. Wir sind in Südspanien. Hinter mir seht ihr Gibraltar. Das ist quasi schon Gibraltar. Also ganz in der Nähe waren wir gestern schon zum Tanken. Und ja, stand jetzt gerade, weil es einfach gerade jetzt ist. Wir sind auf der Werft und haben Yggdrasil gerade aus dem Wasser geholt für ein paar Repairs. Kann ich euch auch gerne zeigen. Und dann erzähle ich euch ein bisschen von meinem gestrigen Tag. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, ein Video zu machen. Aber ich habe trotzdem ein paar Impressionen gesammelt. Bei dem Sturm, der noch auf Malle war, da hat die Ankerkette sich hier relativ fies verwickelt und deswegen gibt es jetzt hier ein paar kleine Problemchen. Also hier ist ein relativ großes aufgescheuertes Loch und das muss definitiv gefixt werden und auch auf der Seite hier gegenüber, weil die Ankerkette einmal hier schön rein ist und das alles aufgezogen hat. Ja. Und das ist quasi die Arbeit und die Aufgabe für die nächsten Tage hier in der Werft. Wir werden eventuell sogar bis Montag hier bleiben, also gute 4 Tage wird das. Na Moment, wir haben jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. 6 Tage. Also am Anfang hieß es ja 4 Tage ungefähr, aber es sind doch eher eine Woche, die wir jetzt dann quasi hier bleiben. Und ja, ich hoffe, das geht alles schnell von dannen. So, zum gestrigen Tag. Ich habe ja ein paar Sachen zusammengeschnitten, hoffentlich, wenn das hier online ist schon. Also habt ihr gestern schon ein bisschen was gesehen, ein paar Impressionen. Das war krass. Ich aufgewacht, spiegelglattes Wasser und das erste Mal bin ich aufgewacht und war so, geil, ein neuer Tag. Und ich war ready. So, das habe ich in Sule meistens. Ich wache auf, ich lächle und denke mir, geil, neuer Tag, let's go, let's do it. Und das war gestern das erste Mal, dass ich das hier auch, also nicht auf Yggdrasil, sondern auf Folie Champ hatte. Und das war ein sehr schönes Gefühl. Das war sehr gut. Das war auch sehr wichtig, dass ich das habe. Und dass ich weiß, hey, diese Gefühle kommen. Geil, ein neuer Tag. So. Wir waren aufgestanden und das Wasser war spiegelglatt. Und wir sind noch ein bisschen mit dem Schwimmnacker gefahren nachts. Aber haben dann irgendwann, ich glaube, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie wir weiter sind. So teils Motor, teils Segel, wir haben es immer mal wieder gewechselt und sind dann an Malaga ja vorbei, Richtung Gibraltar und man hat schon Afrika gesehen und irgendwann kam die Verbindung wieder und das war schön und Musik hören, einfach ein bisschen über die Welt, Meere, das Mittelmeer. Wir sind immer noch in der Met, aber quasi ab dem jetzigen Punkt werden wir da nicht mehr im Mittelmeer sein. Ja, der erste Teil der Reise ist quasi schon... Check, check, Haken dran. Das erste Etappenziel haben wir erreicht. Krass einfach. Es geht so schnell. Sind schon über eine Woche unterwegs jetzt. Es rennt, die Zeit rennt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich crazy. Naja, gut. Dann sind wir zwischen Gibraltar und Afrika gewesen. Und was dann passiert ist, ihr habt es ja gesehen, wenn ihr das Video von gestern geschaut habt. So viele Delfine. So viele Delfine. Die sind immer von einer Seite auf die andere und wieder zurück. Wow, das erste Mal hatte ich gar keine Zeit, die Kamera zu holen. Das war einfach nur so, wow, da sind so viele Delfine. Zwischendurch habe ich noch mit Larissa telefoniert und dann kamen Delfine. Das war noch ein paar Stunden vorher und ich so, oh, das sind Delfine und das waren viele. Aber das war kein Vergleich zu dem, was dann kam. Und das war auch cool, ziemlich cool. Möchtest du auflegen? Möchtest du das filmen? Ich so, ja, darf ich? Und dann aufgelegt, kurz die Delfine beobachtet und geguckt und dann wieder angerufen. Das war schon funny. Das war schon cool, ja. Meine Freunde sind mittendrin, die sind einfach mitten dabei. Ist voll funny. Ja. Und dann sind wir tatsächlich auch, als so viele Delfine dann da waren, mit der Zeit, als keine mehr da waren, ins Wasser. Also Lutsche zuerst bei 2 Knoten ungefähr ins Wasser, dann schnell nebenher schwimmen, bis man sich dann irgendwann am Boot festhält und sich wieder hochzieht. Das war cool.
Und habe ich auch gemacht dann. Also es war am Anfang so, soll ich da wirklich reinspringen? Ich habe gar keine Ahnung, wie tief das ist. Ich bin gar nicht so richtig vorbereitet, aber ich habe Bock. Also ich habe Bock, einfach mal wieder Wasser zu spüren auf meiner Haut und ein bisschen mich zu waschen dabei. Wir haben ja keine Dusche an Bord. Ja, nein, wir haben keine Dusche. Das heißt, wir holen entweder mit einem Eimer das Wasser und kippen das über uns drüber oder wir springen ins Wasser. Ja. Oder wenn wir an der Marina sind, also so wie jetzt im Moment. Ja, okay, obviously nicht hier, aber drüben, da haben wir dann auch eine Karte, womit wir dann auch ins Badhaus gehen können. Das ist ganz cool. Ja. Und dann habe ich gestern geduscht. Ich habe gestern geduscht und die Haare gewaschen. Jetzt frische Haare. Ich werde sie mir trotzdem bald wieder einflechten. ja. Und das war krass mit den vielen Delfinen und dann auch neben dem Boot her zu schwimmen, so richtig schnell. Tscha, 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 während das Boot einfach weiterfährt. Und das war cool. Das war ein winning moment, würde ich sagen. Ja, dann sind wir in Gibraltar angelegt zum Tanken. Und da war schon so, boah, ich hatte Seegang und ich habe trotzdem, das war voll lustig. Ich habe dann Handstände gemacht und ich musste mich bewegen und ich hatte wieder Bewegungsdrang hoch 10.000. Da die ganze Zeit rumgeturnt, während die anderen da das aufgefüllt haben. Das Dieselzeug. Kraftstoff. Nennen Sie es Kraftstoff. Ich merke das langsam, dass Deutsch sprechen schwieriger wird, weil ich so viele andere Sprachen in meinem Hirn habe. Ja, aber wir bleiben dabei, wir kommunizieren, damit ich die deutsche Sprache nicht verlerne. ja, auf jeden Fall war das cool, so während sich alles so geschwankt hat, weil ich noch Seegang hatte von auf Wasser, dann Handstand zu machen, weil dann hat dieser ganze Handstand mitgeschwankt. Das war super spannend, ich fand es mega interessant, das zu beobachten. Ja, und dann nach dem Tanken sind wir dann hier rüber gefahren, haben erstmal, ah, das kann ich euch zeigen, das ist hier im Hintergrund, hier ist quasi die Hafenbehörde, da geht man hin oder einfach das Office vom Hafen, vom Port hier, da sind wir hin und haben gesagt, hey, wir wollen hier bleiben und dann, ja, sind wir jetzt an Dock 11, Platz 21 und haben wir uns einen Platz gesucht und ich war so, ich will raus, ich will raus, ich will raus und ich hatte schon so angeteasert, so, ich habe voll Bock, mein Rad zu nehmen und so, was muss ich alles machen, damit ich los kann und dann habe ich halt voll schnell all meinen Kram so gemacht und Sachen rausgepackt und Matratzen lüften und Bettzeug lüften und alles irgendwie raus und irgendwann meinte Felix so, Tina, geh einfach los, mach einfach, hab einfach Spaß. Du hast eine viel krassere Energie gerade und du hast einfach viel krasseren Tatendrang. Wir wollen erstmal hier so ein bisschen chillen. Und ich war so, okay, gerne. Weil ich möchte nicht chillen, ich möchte raus. Ja, dann bin ich raus, hab telefoniert und währenddessen nicht einfach von meinen Füßen tragen lassen. Ich bin einfach meinen Füßen hinterher. So wie, kennt ihr das automatisches Laufen? Einfach die Füße entscheiden lassen, wo sie hinwollen. Und so habe ich so ein bisschen die Stadt erkundet und habe schöne Plätze gefunden, wo man auch performen kann und habe mich gefreut, dass der Boden gut ist, weil manchmal im Mittelmeerraum ist ja sehr viel Kopfsteinpflaster auch. Nee, eigentlich ist in Deutschland sehr viel Kopfsteinpflaster. Im Mittelmeerraum ist eher so Marmorpflaster. Sagt man das so? Also so kleine Marmor. Ich muss mal echt aufpassen, wo ich sitze. Ich wurde vorhin schon fast von dieser Leiter da erschlagen. Das sieht man an einem Zeitraffer, wie wir das Boot hier hingepackt haben. Und jetzt kommen da einfach so Gallonen von Wasser runtergeschmissen. Man lebt gefährlich auf einer Werft. Man sollte sich auch nicht unbedingt hier ja, so entspannt hinschillen. Ist mir egal. Ich habe Vertrauen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann durch die Stadt leiten lassen von meinem Instinkt und habe schöne Plätze gefunden. Habe Kreide gekauft. Tazza. De la Calle. Tazza. Pizza? Pizza. Ich habe irgendwie zwischendurch immer Pizza verstanden. Das war gut. Ja, auf jeden Fall. Schrei nicht so. Ich bin schwerhörig. Auf jeden Fall habe ich Kreide besorgt und bin dann wieder zurück, haben gegessen. Das ist so cool. Einfach Videochat-mäßig einfach snacken zusammen. Das ist geil. Und ja, habe mich fertig gemacht, geschminkt und habe das Tür aufgebaut und dann kamen dann Emma und Abigail von bei und Felix und Lucio waren schon unterwegs und haben gesagt, wir wollen das definitiv sehen und so, ich möchte erstmal meinen Kram so brödeln. Meine Eltern kennen das auch so, ganz am Anfang war das so, ja, ich mache das erstmal alleine, ich gucke erstmal, wie das so funktioniert. Erstmal alleine für sich scheitern, bevor es richtig knallt und richtig cool wird. Aber ich bin nicht gescheitert. Also ich meine, das gehört ja auch dazu, aber ich mag das auch manchmal gerne selber so zu fühlen. Erstmal, okay, wie funktioniert das? Geht das irgendwie? Ja, auf jeden Fall. So,
Und dann saß ich da, hab das Tür aufgebaut und dann kamen schon Emma und Abigail vorbei und haben, haben mich begrüßt und meinte so, ja, wir haben Rumors gehört, dass du heute Show spielst. Wo? Wir wollen dabei sein. Und ich so, upsie. Ja, vielleicht. Naja, auf jeden Fall. Das war ziemlich cool. Also vollkommener Support hier von meiner Family. Also von meiner Circus Family. Und jetzt Mar, you have... So, jetzt sitzt Mar neben mir. Ja, nämlich vielleicht noch eine andere Mission, unser Tingi zu holen. Wo war ich? Ach so, genau. Ich habe mehr Plätzchen. Ich habe die Schrauben reingemacht und dann bin ich an die Hafenpromenade und dann hatte ich schon meine erste Show. Das war eine private Show. Eine Wunschshow direkt am Hafen. Eine persönliche Audienz bei ihrer Majestät. Nein, nicht so ganz, aber schon. Ja, auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen am Rad gedreht und performt und das war schon voll schön, das war voll schön. Dabei habe ich gehört, was gesagt wurde und das war so ein bisschen, ja, es war richtig familiär, kleines Sein. Und dann habe ich mit den wenigen Leuten, die da dann plötzlich standen und Videos gemacht haben, noch gequatscht und dann bin ich in die City rein und habe eigentlich schon den perfekten Platz gefunden, aber da war noch eine Kirchenmesse und da wollte ich nicht mit Musik irgendwie starten. Und bin dann noch weiter und habe andere Leute interviewt, wo man so was machen kann. Und dann war ich schon so richtig neugierig, so okay, was passiert, wo passiert was. Und letztendlich bin ich doch wieder an diesem Platz ausgekommen und eine halbe Stunde später war halt auch die Kirche dann fertig, also die Messe. Und dann habe ich da einfach gestartet. Ich habe ein Lied gespielt und dann ist die Musikbox ausgegangen, weil die Batterie tot war. No, das war richtig ärgerlich, aber war mir egal. Ich habe dann einfach erstmal weitergemacht und irgendwann kamen aber so zwei Menschen, die extrem nach Rauch gestunken haben, also richtig Zigaretten versufft und mich irgendwelche Fragen gestellt haben. Ich so, ja, boah, nerv mich nicht. Also es gibt so Menschen, die sind interessiert und mit denen unterhält man sich gerne, aber es gibt halt auch so Menschen, die sind sehr unangenehm. Die sind da, die stehlen die Energie, die fragen komische Fragen und stinken und ja, sind irgendwie komische. Also es waren zwei Kerle. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie Felix und Lucho gesehen. Das war ziemlich toll. Die saßen nämlich in der Nähe in einer Bar. Und dann bin ich da hin mit meinen ganzen Sachen und habe den Typen dann gesagt, ja, ciao. Und habe dann erstmal da meine Box laden lassen in der Bar. Also mal was getrunken, Granita, Slush-Eis oder wie auch immer das in eurem Sprachgebrauch heißt, zu mir genommen. Es war ziemlich süß. Ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen saurer, aber es war trotzdem gut. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt ist die Musikbox wieder voll, jetzt Attacke. Da habe ich nochmal einfach, ich habe keine Show gespielt, ich habe einfach Musik angemacht und einfach Spaß gehabt. Einfach performt, improvisiert, einfach geflowt und das war ein Traum. Es war so schön, es tat so gut. Ich hatte richtig gute Laune und später zu den anderen gegangen und das Geld zum Teil an der Bar vertauscht gegen Scheinchen oder gegen den großen Schein. Und dann nochmal haben wir was gegönnt, dann kamen Emma und Nora vorbei, haben wir noch gechillt und sind später durch die City gelaufen. Und das war richtig schön, das war ein schöner Ausklang, ein schönes Ankommen in La Linea und das war sehr gut. Später haben wir dann noch, als wir zu Hause waren, erst einmal haben wir geduscht. Und dann haben wir uns noch auf dem Steg getroffen mit Popcorn, haben zusammen gesessen und ein bisschen gesnackt, bevor es dann ins Bettchen ging. Und heute Morgen, ich kann ja eigentlich bis jetzt erzählen, so, das sind ja eh alles tagesübergreifende Berichte zum Teil. Ja, und heute Morgen bin ich dann aufgewacht, wieder mit einem Lächeln im Gesicht, das ist so geil, ein neuer Tag, was passiert? War dann 8:30, also habe ein bisschen Schlaf gekriegt, das war sehr gut. Und ich merke meinen Körper auch, ich hätte mich am liebsten ein bisschen gestretched, ein bisschen was geschrieben, aber dafür war die Zeit schon nicht. Ich habe mich erstmal auf den Steg gesetzt mit dem Laptop und habe versucht, dass meine E-Mails rausgehen. Meine E-Mails gehen immer noch nicht raus. Das ist ziemlich blöd, die sind irgendwie in so einem Postausgang-Prozedere stecken geblieben und ich habe, ich glaube, eine halbe Stunde an einer E-Mail gesessen, um sie zu schreiben und ich kann auch nicht mal mehr den Text copy-paste irgendwo anders hinpacken. Das frustriert mich, um ehrlich zu sein. Das frustriert mich sehr. Ja, blöd. Aber egal. Und ich habe gemerkt, ich habe in dieser einen Woche oder in diesen ersten 9 Tagen habe ich einfach 15 GB mobilen Krams verbraucht. Mit Videos hochladen, mit Videochatten, mit dem Internet haben, was man so hat, wenn man eine Verbindung hat. Ey, überleg mal, wenn ich noch mehr Internet gehabt hätte, was da alles weggegangen wäre. Krass. Ich muss mir definitiv irgendwas überlegen, irgendeine Lösung dafür suchen.
Weil zum Beispiel hier haben wir auch Hafen-WLAN, das funktioniert gar nicht. Also da kann ich vergessen, meine Videos hochzuladen. Also das geht auch wieder über Mobildaten. Und dann sind die ganz schön schnell weg. Und ich dachte mir so, boah, ich habe noch so viel. Ich habe noch 50 GB. Das muss ich alles noch verpfeffern. Aber wenn ich das auf den Kanaren auch noch benutzen kann, könnte, dann whatever. Spannend, auf jeden Fall. Sehr spannend. Und sonst, ja, habe ich da gesessen, dann kam schon die erste vorbei und dann haben wir uns irgendwann auf dem Stegetreff noch Melone gegessen und dann war die Ansage, so, Attacke, ab an den, ans Dock hier. Und ja, jetzt sind wir hier und vielleicht machen wir gleich noch eine Mission. We go? Okay, ich bin auf einer neuen Mission. Ich nehme meine Sachen, sage auf Wiedersehen und dann holen wir das Dingi ab oder so. Auf jeden Fall braucht Mama meine Hilfe. Das ist mein Stichwort. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr wissen wollt, bevor ich jetzt sage, eine wunderschöne Zeit. Bis später. I go to search the dinghy.